So, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im heutigen Video messet mir den Kraftstoffdruck an unserem Pumperpaket hier hinten in Fahrtrichtung rechts. In einem vorangegangenen Video haben wir ja den Kraftstoffdruck vorne am Mengenteiler schon mal gemessen. Die Infokarte ist ja da jetzt eingeblendet zu dem Video. Und heute wollen wir den Kraftstoffdruck hier hinten an unserem Pumperpaket messen. Ja? Und dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und steige gleich ein und sehen wir uns nach dem Intro. Jetzt sind wir hier direkt hinter unserem Kraftstoffpumperpaket. Damit man dann jetzt gleich besser hinkommt, schrauben wir diese Schutzabdeckung hier oben lose vom Träger. Der ist hier mit Schraube befestigt, mit 10er Schraube einmal hier und einmal hier oben. Sieht man ja. Da schrauben wir jetzt erstmal die Schutzabdeckung weg. Und dann schließen wir unser Prüfsystem nach der ersten Pumpe. Hier ist die erste Pumpe. Hier schließen wir unser Prüfsystem dann an und messen den Druck. So, wir haben jetzt unsere Prüfleitung installiert. Hier nochmal zum Verdeutlichen. Wir haben diesen Schlauch, diese Verbindung zwischen der Pumpe 1 und 2 haben wir hier abgeschlossen. Also sprich, am Eingang der Pumpe 2, die hier hinter liegt, haben wir das Teil hier abgeschlossen, haben dann hier einen Kraftstoffschlauch einfach zurechtgeschnitten. Und dann hier nochmal ein kleiner Kraftstoffschlauch reingemacht, damit wir hier auf diesen Adapter kommen. Und dann hier wieder in der Zuleitung bzw. Der Leitung zwischen Pumpe 1 und 2 haben wir dann hier den Eingang wieder gemacht. An dem Anschluss und das Ganze mit Schlauchschellen hier befestigt, damit uns die Soße dann jetzt nicht gleich rausläuft. So, jetzt schalten wir die Zündung an und schaut, was unser Manometer sagt. So, wir haben die Zündung jetzt angemacht. Wie man sieht, haben wir jetzt direkt nach dem Anmachen der Zündung haben wir 2,1 Bar gehabt, so um den Dreh 2,2 Bar. Das ist an der untere Grenze, was das Manometer hier anzeigen muss. Ich muss einen Wert haben zwischen 2 und 4 Bar. So schreibt das Handbuch das vor, das Werkstatthandbuch. Ich bin jetzt an der untere Grenze. So, das war's jetzt auch schon wieder mit dem kleinen Video zum Überprüfen der zwei Kraftstoffpumpen. Nochmal wegen der Werte. Ich schließe die Prüfleitung zwischen Pumpe 1 und 2 schließe ich hier an. Und nach Einschalten der Zündung brauche ich einen Wert zwischen 2 und 4 Bar. Das schreibt so das Werkstatthandbuch vor. In dem Bereich muss der Systemdruck liegen, damit man davon ausgehen kann, dass beide Pumpe noch ganz normal arbeitet und noch beide funktionieren. Sollte der Druck über 4 Bar sein, ist die zweite Pumpe defekt. Ne? Ist logisch, die erste Pumpe pumpt wie wild und die zweite lässt nichts mehr durch und der Druck wird immer weiter aufgebaut. Also sprich, ihr habt dann einen Druck über 4 Bar auf dieser Prüfleitung. Sollte der Druck unter 2 Bar sein, habe ich einen Defekt in die erste Pumpe. Ja, die erste Pumpe schafft es schon gar nicht, zwischen den zwei in Reihe geschaltete Kraftstoffpumpe den Druck aufzubauen.
Und dadurch habe ich dann halt einen Druck, der unter 2 bar liegt. Wenn ihr das hier macht, würde ich es empfehlen, immer was unterzustellen. Ich habe hier so einen Kanister, der ist nicht schlecht. Den kann man hier aufschrauben. Hier ist nur eine A-Plus-Schraube. Und auf der anderen Seite auch noch eine große Öffnung. Also wenn zu viel rauskommen sollte und das Zeug sauber ist und je nachdem, was ich natürlich davor in dem Kanister drin hatte, kann man die Suppe dann auch wieder zurückleeren. So geht nichts verloren und man braucht das nicht zusätzlich entsorgen. Es empfiehlt sich auch immer Schlauchschelle parat zu haben. Die kriegt man auch schon für kleines Geld im Netz. Das ist auch kein Thema, um einfach sich dann zur Prüfleitung basteln zu können. Ja? Jetzt in meinem Fall, bei meinem Pumpepaket waren die Schlauchleitungen von den Kraftstoffschläuchen. Ich habe hier an dem großen, der von der zweiten Pumpe weggeht, habe ich einen Innendurchmesser von 12 mm und einen Außendurchmesser von 19 mm, der große hier. Dann habe ich einen kleinen genommen, da muss ich jetzt mal noch geschwind schauen. Der hat einen Durchmesser von 8 mm und einen Außendurchmesser von 12 mm. Dann habe ich hier mein T-Stück reingemacht, um mein Manometer anschließen zu können. Und bin dann auch wieder mit dem 8 mm Schlauch hier reingefahren und habe das an dem Anschlussstück mit dieser Schlauchschelle hier verbunden. Und so habe ich mir quasi meine Prüfleitung selber gebastelt. Die Links zu den Artikeln und auch zu den Kraftstoffschläuchen tue ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Da könnt ihr dann gleich auf den Artikel kommen bei Amazon, wenn ihr Bock habt und da was bestellen wollt. Genauso wie der Kanister hier, den ich sehr praktisch finde. Im zweiten Teil von unserem Kraftstoffpumpepaket bauen wir dann das komplette System hier weg. Ja? Also den Filter, den Druckspeicher, das Rückschlagventil und die zwei Kraftstoffpumpe mache ich hier weg und dann möchte ich auch meine Zuleitung zur ersten Kraftstoffpumpe, den Kraftstoffschlauch, der vom Tank oben weggeht, zur Pumpe möchte ich auch erneuern. Da müssen wir dann oben vom Kofferraum ran, da müssen wir die Rückwand wegschrauben, dass man dann zum Tank hinkommt und möchte den auf jeden Fall auch erneuern. Wenn ihr am Pumpepaket hier hinter arbeitet, macht es Sinn, wenn ihr das hintere rechte Rad abschraubt, einfach nur damit ihr mehr Licht habt, beziehungsweise auch besser hier überall hinkommt, wenn der Reifen dran montiert ist oder so, ist das vom Platz her alles ein bisschen eng. Weil hier ja diese Reserveradmulde uns ja eh schon ein bisschen im Weg ist beim Arbeiten hier. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, liked das Video, macht ein Abo. Teilt das Video an andere Interessenten, die auch einen 107er fahren oder Interesse an 107er haben. Und dann hoffe ich mal, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut, ciao.